Wünschen wir auch. Und bleiben musikalisch, aber anders. Jede Nacht ab 0 Uhr macht hier im NDR 2 Stunden lang der Nachtclub auf. Im Radio, auf NDR Info. Es gibt da Popmusik jenseits der Charts. Und an jedem Sonnabend, also auch nachher wieder, ist Paul Baskerville dran. Er heißt wirklich so, ist kein Künstlername. Er kommt aus England und ist seit 30 Jahren, ja, also doch ein bisschen wie Dorfrock, eine Instanz in der Hamburger Musikszene. So we're gonna hear a song of Elno, You're Early, which... Paul hat sie ins Studio bekommen, die Band 254 aus Bristol. Jetzt müssten sie noch ein bisschen lockerer werden. Die beiden Schwestern sind neu und cool und könnten viele Interviews geben und sind bei Paul. Okay. Sie stehen dazu, das ist einer ihrer besten Songs. Es zeigt eine andere Seite der Band. Vielleicht nicht die Seite, die gleich auf dem ersten Blick dann irgendwie zu hören ist. Hier ist jetzt You're Early von 254. Paul reist durch Europa vor 30 Jahren und steht eines Tages vor der Alster. Ich konnte das gar nicht glauben, wie schön das aussah, weil ich in Manchester aufgewachsen bin. So eine grimmige Industriestadt in Nordengland. Und der Kontrast war so riesig. Ich konnte gar nicht glauben, dass sowas in der Innenstadt ist. Ich dachte, da musst du aufs Land fahren, um sowas zu sehen. Und das hat mich so beeindruckt, habe ich gedacht, hier bleibe ich. Paul jobbt zuerst bei Karstadt. Seine Chance beim NDR bekommt er, weil er sich im Independent Rock auskennt, weil er mehr Konzerte sieht als die allermeisten Hamburger. Was ist ein guter Club? Ja, ein guter Club ist ein Laden, wo die Band sich wohlfühlt und auch das Publikum sich wohlfühlt, logischerweise. Leatherface ist die einzige Band, die Paul schon mal auf dem T-Shirt trägt. Einen MP3-Player hat er gar nicht. Die Musik soll im Kopf sein, sagt er. Und sucht immer noch das allerbeste Stück. Ich verbringe viel Zeit, Musik zu hören, die mir nicht gefällt. Aber wenn man dann ein besonderes Stück gefunden hat, dass man sagt, ja, das ist es. Das ist das, was mich in diesem Moment anspricht. Ja, dann ist es wirklich eine unglaubliche Entdeckung. Die besten Stücke haben sich manchmal in Plattenläden versteckt. Unterm Durchschnitt heißt einer, den es heute nicht mehr gibt. Dabei war er mal so wichtig für die Sendung, für Musik für junge Leute. Mein Fenster in die Welt war allerdings Musik für junge Leute. Paul Baskerville war mein Lieblingsmoderator. Ich fand alles, fast alles, was er spielte, gut. Unter anderem Joe Strummer, Toy Dolls, Lords of the New Church, The Godfathers, The Alarm, New Model Army, The Pogues. Der Hamburger Musiker und Autor Rocco Schamoni wohnte damals noch auf dem Land und hörte Paul während seiner Töpferlehre. Es gab keine andere Möglichkeit, als während der Lehre in der Mittagspause in Plön in der Töpferei, wenn die scheiß Töpferscheibe irgendwann mal stillstand, mich zurückzulehnen und dann meine goldene Stunde am Tag zu haben. Paul entspannt sich mit seiner Tochter Emily. Oh. One run, two runs. Und mit Cricket. Ich finde, wir sollen uns umstellen. Wir sollen alle anfangen, Cricket zu spielen. Ich bin jetzt der Verfechter von Cricket in Deutschland. Das ist jetzt nur der Anfang. Ein Engländer in Deutschland auf der Suche nach dem besten Beat. Dem allerbesten Schlag. Heute Nacht wieder 0:05 Uhr, der Nachtclub mit Paul Baskerville in der Info. Jetzt ein sportlicher Abschluss.